Sehr gut, ja. Das ist mein Freund. Du, ich bringe euch ein bisschen was. Ja. Ja? Ich muss da vorne reinfahren. Wo vorne reinfahren? Das da oben. Wir haben keine Tanne mehr hier. Nichts mehr hier? Auf der anderen Seite. Okay. Ah, die Einfahrt hat sich geändert. Jetzt muss Helga an einer anderen Stelle reinfahren. Und die schaut eng aus. Hier kannst du anfahren, das kann ich nicht. Okay. Hier kannst du vorfahren und zurückfahren. Ist gut? Ja, ich glaube, du bleibst bei mir. Ja, da vorfahren und zurück. Wie, da vor? Ja, da vor. Der hat da... So von der Adresse her muss ich da unten rein und der hat jetzt aber seine Einfahrt geändert. Jetzt muss ich da rum rein. Das heißt, ich kann doch jetzt wieder hinter aus dem Schirm schauen, wie ich mich irgendwie drehe. Und dann irgendwie. Irgendwie halt da so, dass ich da rumkomme. Ja, dann machen wir das jetzt. Helga hat ihre erste Baustelle in Straßburg erreicht. Es gibt nur ein kleines Problem. Die Einfahrt schaut anders aus als beim letzten Mal. Deshalb muss das Truckerbait umdrehen und zur anderen Einfahrt fahren. Und die ist deutlich enger. Jetzt ist Helga erstmal richtig. Aber die Ladung muss rückwärts in die Baustelle gefahren werden. Soll ich mich jetzt drehen? Und ja, erst mit dem Trailer? Und dann zurückfahren hier. Ist gut? Besser ist, wenn ich so fahre. So fahre? Also zurück und vor. So zurück? Ja. So. Wieder raus und dann zurück. Ja, ist gut, ja. Ja, das hört sich nach einer französischen Herausforderung an. Und noch was. Die Einfahrt ist wirklich nicht sehr breit. Es ist also vorwärts und rückwärts eine Herausforderung. Oh mein Gott, ist das eng! Helga braucht mal eine Pause, um die Lage von außen zu checken. Oh, oh Gott. Oh, Angriff. Ha, ja. Genau, es geht durch. Ist gut. Ich weiß trotzdem, ich glaube nicht, dass wir da durchkommen. Ganz gut. Was soll ich sagen? Ich bin vorhin mit der Ecke auch schon bald rein. Und da, wenn er sagt, ist gut, dann, ja, ich weiß auch nicht. Steht noch alles? Schau mal, ist gut. Ja, wenn man mit dem mittleren Radl vorbei ist, ist alles gut. Du, Idioten, einfache Baustelle, stellst mich noch vor eine Herausforderung heute. Pascal. Ja? Okay. Dann Verkehrsregeln fahren. Zieh genau hin. Wie? Du ziehst ihn raus? Egal. Durch die Einfahrt hat es Helga schon mal geschafft. Boah, jetzt nur noch ein Stückchen nach vorne auf die Straße und wieder hinterrucks auf die Baustelle zu fahren. Na, servus. Oder wie sagt der Franzose? Oh mon Dieu, ça c'est un problème extraordinaire. Helga hat es zur ersten Baustelle geschafft. In Straßburg wird jetzt ein Teil ihrer Lieferung abgeladen.
Auf 3000 Quadratmetern entsteht hier ein Universitätscampus. Und mittels der Holzelemente wird der Bau in 2 Wochen bereits fertiggestellt sein. Für heute ist das alles. Und am Mittwoch noch einmal ein großer LKW. Für alles fertig machen. Bis am Donnerstag, Freitag ist fertig. Der andere Teil der Ladung kommt in die Schweiz. Aber erst morgen. Denn Helgas Fahrzeit ist bald um. Das heißt für sie jetzt, nächstes Ziel, Rastplatz. Tschüss. Ciao. Okay, draußen haben wir. Oh Gott. Geschafft. Jetzt kann ja nichts mehr passieren. Dass da die Route Barré ist, das heißt, die Route ist gesperrt. Wir müssen da rum. Oder auch nicht. Ja, scheiß drauf. Route Barré 500 Meter. So weit haben wir nicht Firi. Aber damit begeht Helga einen folgenschweren Fehler. Ja, super. Das ist jetzt aber echt schlecht. Ach Gott. Und jetzt kriegen wir gar nichts da. Außer umdrehen. Aber wir. Scheiße. Ui, mitten in der Stadt wird Helgas Albtraum wahr. Sie muss ihr Gefährt wenden. Eine echte Herausforderung, die aber das Trucker Babe hervorragend meistert. Hinter mir, vor mir, links, rechts, güttert nicht. Na ja, ein kleines Verkehrschaos hat Helga aber dennoch ausgelöst. Es hilft nicht, ihr müsst mich da rauslassen. Was macht das schon? Franzosen haben ohnehin kaum Verkehrsregeln. Und so geht's halt kurz mal drunter und drüber. Geht ja wohl. Merci, I'm so sorry. Er lacht er gleich. Oh Gott. Oh ja, was so ist. Es ist ja schon mal gut, dass das kein Einbau ist. So, und jetzt fahren wir aber wirklich der Deviation-Umleitungstafel nach, weil das kann ja wohl nicht sein. So, und jetzt? Ah, da vorne steht der Autobahntafel.